Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück. 7 Days to Die, PlayStation 5. Ich habe mir überlegt, wir gehen heute nochmal in die Stadt, weil ich muss bei Working Stiff auf jeden Fall irgendwelche, ja, guten Werkzeuge, sage ich jetzt. Oh, da vorne ist ein Hund. Den will ich direkt aus der Distanz hier erlegen. Ja, ein bisschen weit. Das auch. Oh. Sache rennt erstmal weg, okay. Ich bin gespürt, das ist, ja, wir hoffen, dass es nicht der Hund ist, der mich spürt. Doch, ich glaube, das ist der Hund, der mich spürt. Komm her. Auf jeden Fall, wir brauchen ein paar Werkzeuge. Ich setze da auf Working Stiff Tools. Gibt's nicht, ey. Scheiß Köter, ey. Das ist nur ein normaler Zombie, aber hier ist auch irgendwo noch ein Hund. Ich hab da eben noch einen Hund gehört, Freund. Verarsch mich nicht. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Hund. Den habe ich gerade da lang flitzen sehen. Ich bin gejagt. Was jagt mich denn? Da hinten wahrscheinlich der Zombie. Ah, Junge, was ist los mit dir, ha? Huh? Was ist los, ha? Huh? Ach Mensch, Frieda, leg dich doch lieber schlafen. Boah. Aber diesmal war ich schlau. Ich habe mir so eine Bandage direkt mitgenommen, die mir auch noch ein bisschen Leben gibt. Von daher alles gut. Hier ist Crackabook. Genau, hier sind wir jetzt schon wieder mitten in der Innenstadt, in der City. Nur mal überlegen, wo war denn hier das andere Shotgun-Mess hier? Das war doch hier auch irgendwo in der Nähe. Wenn sich das immer mal so merken würde, wäre ihm schon sehr geholfen. Ne, hier waren wir drinne. Seht ihr an der Tür. Aber hier war auf jeden Fall ein Working Stiff Tools. Das will ich auf jeden Fall looten. Und eben das andere Shotgun Messias. Da dachte ich, nehme ich euch mal mit. Und dann, ja, werde ich ein bisschen was an der Basis bauen. Beziehungsweise, ja, mal gucken. Ein paar Ressourcen holen und so ein Kram, alles. Na, muss ich mal schauen, wie ich das am besten alles mache. Ist natürlich jetzt auch nicht die beste Idee, Fleisch dabei zu haben. Ich habe ein Reh. Das war da ganz entspannt. Ich stand einen Meter von dem Reh weg, dachte ich, gut, komm her. Nimmst du das Fleisch mit, wenn du das schon kostenlos ohne Mühe bekommst? Von daher. Shit, wo war das denn jetzt? Ich glaube, das war hier so eine Querstraße, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die Straße war es bestimmt nicht. Das war bestimmt hier die Parallelstraße dazu. Egal, wir laufen jetzt hier weiter und biegen die nächste rechts ab. Dann gucken wir einfach mal. Und hoffen natürlich, dass uns weder ein Hund noch ein Polizist begegnet. Was ist mit ihm hier? Er brennt nur ein bisschen, alles klar. Da kommt auf jeden Fall schon wieder ein Köter. Ich habe ihn gesehen, Freunde. Ich probiere ihn mal. Shit, einen Fall habe ich noch. Jawoll! So, diesmal. Ah, ich bin immer noch gejagt. Oder schon wieder. So. Hier war irgendwo ein Polizist. Da vorne, jawoll. Dem sind wir jetzt gut aus dem Weg gegangen. Und jetzt gucken wir hier vorne. Hier war auf jeden Fall diese Festung. Und da war hier auch irgendwo dieses. Crackabook, sag ich schon. Dieses Shotgun Messias. Und ich meine, bin mir ziemlich sicher, dass wir hier nach links müssen. Muss meinen Ton ein bisschen lauter machen, Freunde. Am Headset. So. Genau, hier ist Working Stiff Tools, wichtiger Laden. Da kriegt man sehr gute Werkzeuge, vor allem zu Beginn.
So, ich bin versteckt, das ist gut. So, 2 Overs hoffen, ja gut, das war schon mal, ist in Ordnung. Wir haben wenigstens schon mal eine Spitzhacke. Spitzhacke. Ist keine Gartenhake, ist eine Spitzhacke. So, ein bisschen Bier. Charlotte, nie. Was haben wir hier? Oh, Rezept haben wir gefunden, aber das kennen wir glaube ich schon. Nee, Eisenbrustpanzer. Das lesen wir, Freunde. Da können wir uns auf jeden Fall nachher mal schön was Ordentliches herstellen. So, Working Stiff Kiste. Jawohl, Reparaturkits und ein Vorschlaghammer. Da ist leider nichts drin. Ich hätte mal irgendwas. Ich habe ein bisschen Angst, ich sehe gar nichts hier. Ich bin mit Sicherheit jetzt gespürt, ne? Ja, klar. Ich bin gespürt, Freunde. Irgendetwas spürt mich. Aber eigentlich sind in diesen Läden hier... Oh, es ist Nacht. Es ist Nacht, Freunde. Eigentlich sind in diesen Läden selten bis nie eigentlich Zombies drin, ne? Aber man weiß es eben nicht hundertprozentig. So, vielleicht muss ich gleich mal das ein oder andere rausschmeißen aus dem Inventar. Weil wir eben schon ein bisschen... Ich habe extra 2 Türen schon mal hergestellt. Auf dem Weg hierher, weil ich dachte, gut, okay. Vielleicht kommen wir in die Bredouille. Wir schlagen einfach die Tür ein und bauen sie wieder dran. Also eine neue Tür. Das klingt, als ob die hier gleich neben mir stehen würden, ne? Jawohl, 45 Fertigungspunkte. So, jetzt zerlegen wir erstmal was. Das, das, das. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Platz hier. Alter, ich sehe gar nichts. Gar nichts. Ich habe ein bisschen Angst, dass die jetzt hier hinter sind. Okay, die wollen hier auf jeden Fall rein. Gut, ich habe keinen geschmiedeten Stahl. Eisen. Also es klingt auf jeden Fall nach einem Polizisten. Oder ist das jetzt hier nur der eine Ball? Ich bin gespürt. Das ist nicht ganz so schön. Warum wird das hier auf einmal so hell? Gut, hier ist nichts drin. Ist auch nichts drin. Jawohl, hier sind schon mal etwas, was ich benötigen werde, früher oder später. Diese elektrischen Teile. Das dauert jetzt, glaube ich, ein bisschen ewig. Warte mal, ich hatte... Nein, jetzt habe ich die Steine weggeworfen. Ich bin ein Depp. Die hätte ich mich auch extra organisiert, damit ich hier dieses Ding hier reparieren kann. Gut, das dauert jetzt wohl noch ein bisschen. Ist hier nicht auch neu? Ne. Gut, hier ist keine Tür, das heißt, hier gibt es kein Büro mehr zum Looten. Das Papier werfe ich weg. Kann ich schon mal dieses blöde Glas mitnehmen? Wir lassen uns einfach nicht einschüchtern von diesen komischen Geräuschen hier, die die Zombies von sich geben. Und looten einfach schnell jetzt hier diesen blöden Tresor in der Hoffnung, dass da was richtig Geiles drin ist. Ich bin gespannt. Ich weiß ja nicht, ob man eine Spitzhacke oder vielleicht einen Erdbohrer in den Tresor legt. Keine Ahnung. So. Pistolenteile, okay.
Also irgendwelche Waffenteile. Nicht Pistolenteile, sondern irgendwelche Waffenteile. So, wir gehen jetzt hier ganz schnell raus. Ist die Frage, gehen wir noch zu Shotgun Messias? Lohnt sich das noch? Weil eigentlich sind wir voll im Freunde. Ja, ich glaube nicht, dass sich das noch lohnt. Ich denke, wir gehen jetzt mal schnell zurück zur Basis. Da ist ein Polizist. Junge, dich würde ich gerne mal wegkeulen, ey. Aber das endet wahrscheinlich nicht gut. Aber da ist, hier hinten ist auch noch ein Polizist. Boah, fuck, der hat mich voll erwischt. Diesmal erwischte mich nicht. Hier ist ein Bär. Yo! Yo! Noch ein Bär! Was ist denn hier jetzt los? Alter, verpisst euch! Ja, das war's. Wir sind tot, Freunde. Wir sind tot. Ich probiere noch mein Menschenmöglichstes, aber ich denke, das wird wahrscheinlich nichts werden. Die Bären werden uns gleich erwischt haben. Oder auch nicht, ich weiß noch nicht. Doch, noch sind wir, glaube ich, noch sind die hinter uns her. Ich bin gespürt. Alter, sind da auf einmal zwei Bären, die aus dem Nichts auftauchen. Ja gut, da muss ich mir jetzt was Gutes überlegen, weil ich habe, glaube ich, keine Waffe. Die es mit einem, geschweige denn zwei Bären aufnehmen könnten. Aber, Freunde, ihr seht, totgeglaubte leben länger. Also ich hätte echt gedacht, dass wir das jetzt nicht überleben werden. Aber wir haben es tatsächlich überlebt. Geil. Freue ich mich auf jeden Fall. Finde ich richtig gut. So, sind wir wieder zurück. Jetzt müssen wir uns was Neues überlegen, wie wir hier auch diesen blöden Bären auf jeden Fall. Was ist denn los hier? Ist der jetzt mit mir hierher gefolgt? Tatsächlich. Der ist mir bis hierher gefolgt, der Drecksack. Ja gut, eigentlich ist das Beste, was uns hätte passieren können. Jawohl, der ist schon mal tot. Ist der andere Bär auch hier? Nee, ich bin versteckt. Sehr gut. Das ist eigentlich das Beste, was uns hätte passieren können, weil jetzt ist eigentlich nur noch ein Bär da. Und ja. So, da ist Essen und da ist Essen. Das ist mehr oder weniger Essen. Das mache ich, glaube ich, zur Medizin hier. Ich gucke halt mal, ob das jetzt der Bär jetzt Fleisch mir gibt oder... Das vielleicht ein verfluchter Bär war. Also so viel Zeit hatte ich jetzt nicht, um mir das anzugucken, was das für eine Bärenart ist. Aber was mich ein bisschen traurig macht, wir brauchen eigentlich unbedingt auch Eisen. Also das ist alles so ein bisschen, ja. Ich schmeiße das jetzt alles mal hier rein. So. Ich gehe jetzt mal gucken, Freunde, was das für ein Bär war. Aber krass, dass der mir bis hierhin gefolgt ist. Grüß dich. Hast du was für mich? Nee, der hat nur verfaultes Fleisch. Ihr seht es unten rechts. Nur verfaultes Fleisch. Aber ich sag mal so, das Fett und die Tierhaut, die nehmen wir trotzdem mit. Hä? Ist jetzt der Rest von den Bären? Okay. Okay. Dann nicht. Dann eben nicht.
Sind die Leichen hier mittlerweile verschwunden? Ja, die sind alle weg. Sehr gut. So. Ah, ich bin auch infiziert. Ich muss mal ein bisschen Honig schlabbern. Haben wir noch Honig? Ja, 8 Stück. Sehr gut, so. So, und jetzt können wir hier den ganzen Rotz erstmal reinrammeln. Das, 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 das. Ein Dünger mache ich da auch rein. Und das hier auch, das auch. Trübes Wasser, okay. Das mache ich auch da rein. Das Geld, das. Müssen wir mal gucken, vielleicht, ja, kann man demnächst schon mal was vom Trader sich kaufen, aber ich mach's auch jedes Mal falsch, ne? Hier kommt doch hier der Spiritus rein und das hier auf jeden Fall nicht. Das kommt hier rein. Dann kommt hier die Kappe rein. Ach, den Scheiß verwerten wir. So. Ja, jetzt ist halt die Frage, gehen wir nochmal zurück. Gucken nochmal, ob wir da irgendwie eine Chance haben. Ich denke, das hier können wir auch mal ausschalten. Die Gitter will ich schon mal anbringen. Ihr habt es jetzt eben auch schon gesehen, also es war eigentlich schon... Zack. Zack. Und so habe ich mir das dann hier vorgestellt. Einmal Reihe rum. Ich denke, so ist das auf jeden Fall nicht ganz verkehrt. Einfach hier schon mal anzufangen. Ich denke, das wird früher oder später bestimmt eine geile Festung. War eine geile Base, sag ich mal. Das Problem ist, ich darf mich nicht verbauen, weil wir eben so wenige Gitter haben. Beziehungsweise so wenig Eisen haben. Ich brauche diesen scheiß Erdbohrer. Seht ihr? Das meine ich mit verbauen. Ich meine, wir haben jetzt da diese eine Spitzhacke, haben wir. Obwohl, wir können uns ja, ich bin ja auch bescheuert, ich habe ja jetzt alles. Ich kann mir ja jetzt eigentlich auch schon so Spitzhacken und so einen Scheiß herstellen. Ich habe es ja schon gelernt, ey. Ich bin auch ein Held, ey. Leute, 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 ich sag's euch. Lass uns mal gucken, wie wir das hier machen. Ohne runterzufallen am besten. So. Zack, das sieht doch sehr gut schon mal aus. Also wird da noch eine zweite Reihe dazukommen. Vielleicht, ich glaube, stabil genug ist es sogar noch eine dritte Reihe da dran zu klatschen. Müssen wir einfach mal schauen. Ah, Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, dass wir fast hier einmal komplett rumkommen. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich natürlich das ganze Eisen hier, glaube ich, für diese blöden Gitter missbraucht sozusagen. Wir brauchen von diesen, kann ich gar nicht, doch hier, geschmiedetes Stahl. Davon brauche ich 20 Stück. Ich kann eins herstellen, das ist gut. Eins besser als keins. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir hatten doch hier einen Amboss. Den nehmen wir schon mal mit. Amboss. Eisen. Eisen und Lehm. Hier haben wir Lehm. Das schmelzen wir ein. Was braucht man noch? Holz braucht man zum Einschmelzen. Ja, und das scheiß Metall hier. Eisen. So. Gucken wir jetzt mal. Gut, das kann man so nicht da rein machen. Das. Das.
Leute, 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 los, das kommt darin. Und das kommt darin. Und dann machen wir das Ding hier an. So, was machen wir jetzt in der Zeit? Könnt ihr dieses Gitter hier kaputt machen, aber es dauert wahrscheinlich ewig. Ah, ne, es dauert mir jetzt zu lange. Was machen wir? Was machen wir? So, gehen wir einfach nochmal gucken. Der andere Bär mir vielleicht auch einigermaßen hierher gefolgt ist. Weil wenn er jetzt hier immer noch irgendwo rumschlawinert, wäre das auf jeden Fall nicht so cool. Sieht es eigentlich hier aus? Gab es hier eigentlich Zombie-Berührung? Nein, gab es nicht. Sehr gut. Ich habe schon ein bisschen Panik, weil selbst der eine Bär, der würde mich wahrscheinlich schon killen. Ich rushe einfach mal hier runter. Warte mal, vielleicht kann ich ja, bevor ich mich jetzt wirklich in den Tod stürze. Ah, shit, das können wir nicht hochmachen. Level immer noch 40, das sind 3 Punkte. Normalerweise macht man das nicht, Freunde, aber wir haben es jetzt mal gemacht. So, Werkbank haben wir. Betonmischer haben wir auch. Können uns mal Patronen herstellen. 5 mm, 9 mm, 5 mm. Ansonsten 27 Punkte haben wir noch. Qualitätsjo. Joa. Ja, so lassen wir es erstmal. War denn dieser Scheißbär? Ich denke schon, dass er hier noch irgendwo chillt. Also ich glaube nicht, dass der weggegangen ist. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht habe ich den mit meiner Keule auch so vermöbelt, dass der irgendwo liegt und verblutet ist. Hier ist der, nee, nicht der Polizist. Moin, grüß dich. Das sind immer so unangenehme Geräusche, ne? Also es ist wirklich, man weiß manchmal gar nicht so, was die hier von einem wollen. Jawohl, hier ist das Shotgun-Messias, wo wir rein wollten. Jetzt haben wir natürlich wieder nicht die Tür dabei. Da steht einer. Sind auf jeden Fall gespürt, Freunde. Ich bin gespürt von ihm hier, vom Freddy. Zack. So, jetzt gehen wir mal schnell vorsichtig hier rein. Hier ist was drin, glaube ich. Was? Wie leer? Hä? Warum ist das leer? Wir waren hier scheinbar schon drinne, Freunde. Ganz umsonst gefragt. Hä? Wie denn? Wir waren hier schon drinne. Gut, ich meine, ich sehe jetzt eh nicht so viel. Aber scheinbar waren wir hier schon drin. Wie sind wir denn hier reingekommen? Okay, das überrascht mich jetzt wirklich, dass wir hier schon drin waren. Weil normalerweise sehe ich das ja anhand dieser Türen, ob ich hier schon irgendwo drin war. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir hier vielleicht irgendwie hinten. Aber eigentlich. Ah ja, doch, da sind wir rein.
Alter. Jo. Verpiss dich. Verpiss dich. Wo bist du? Jawohl, wir haben ihn gekillt. Und jetzt muss ich mich ganz schnell heilen. Aber wirklich ganz schnell. Boah. Ich muss sagen, wir sind doch schon stärker, als ich dachte. Aber ich denke, hier wollen noch mehr Leute hoch zu uns, so wie sich das anhört. Ja, da ist schon wieder so ein Idiot, ey. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier runterspringe, breche ich mir die Beine. Wo ist der? Wo ist der? Hä? Ist der wieder runtergefallen? Ich probiere es einfach. Ja, das war's. Das wird es wahrscheinlich jetzt mit uns gewesen sein. Wir müssen ganz schnell. Also es ist irgendwie, ja, es ist schwierig, diese Stadt hier. Es ist ganz schwierig. Aber manchmal denkst du dir so, ah ja, gut, lame. Gehst. Nein, das gibt's doch gar nicht. Wo kommt ihr denn alle her, um Gottes Willen? Angriff ist manchmal die beste Verteidigung, Freunde. Das gibt's doch gar nicht. Ah, dem habe ich ja. Oh, fuck! Fuck, 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 fuck. Ja, das werden wir höchstwahrscheinlich jetzt nicht mehr packen. Ich frage mich halt auch, wo diese Viecher hier auf einmal herkommen. Freunde, ich vermute, das war's. Ich denke, das werden wir jetzt nicht mehr überleben. Das Problem ist, wenn ich jetzt wegrenne, habe ich keine Ausdauer mehr zum Schlagen. Ah, fuck, Alter. Komm her. Ja, das war's. Das war's, Freunde. Wir sind gestorben. Da hatten wir einfach keine Chance. Tut mir leid. Aber so ist das manchmal. Das klingt auf jeden Fall nicht schön, wenn so ein Zombie dich anknabbert. Ja, ist halt so. Tja, so ist es. 10 Punkte wieder abgezogen bekommen. Alle Sachen weg. Aber ich sag mal so, da war jetzt auch nichts sonderlich Wichtiges dabei. Aber ich denke, an dieser Stelle beende ich einfach mal die Aufnahme. Ich werde jetzt gucken, dass ich hier so ein bisschen was wegkloppe. Davon stelle ich mich jetzt mal 20, 26 Stück her. Also das Gute ist, man ist halt schnell wieder in der City, wieder schnell in der Basis. Gibt halt auch Vorteile, nicht nur Nachteile. Aber mal Spaß beiseite, das ist schon scheiße. Man stirbt. Aber gut, Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Hat mich sehr gefreut. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt 7 Days to Die, PlayStation 5. Und ja, verpasst kein Video. Lasst ein Abo da, kostenloses Abo sogar. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, damit ich das weiß. Und ansonsten, ja, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.